Fabio Vittoretti, eigentlich hätten heute die Schlittschuhe anschnallen müssen und nicht die Fußballschuhe. Erzählen Sie mal, wie hat es sich heute gespielt auf diesem Platz? Also auf so einem Platz überhaupt anzupfeifen, also da geht es auch um die Gesundheit von uns Spielern und das, die ist einfach gefährdet in dem Moment. Aber wir mussten es annehmen, haben es gut angenommen und ich denke, wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen, ist es so verdient. Jetzt ist es nur 0-0 geworden. Ist das dann auch ein Punktverlust im Hinblick auf Jena und die Jagd auf Jena? Nein, Verlust ist ja nicht. Die haben auch nur unentschieden gespielt und wir haben noch einige Spiele vor uns. Nächste Woche müssen sie zum BFC. Wir haben auch ein wichtiges Spiel vor der Brust und ja, mal sehen, was zur Rückrunde dann noch kommt. Sie haben immer wieder probiert, die Mannschaft zu knacken über außen, dann mit Flanken. Gab dann auch Latte, Pfosten, nochmal Pfosten. Verzweifelt man so ein bisschen? Was heißt verzweifelt? Also wir leben jetzt mit dem Punkt. Also auf dem Platz sind wir zufrieden damit, weil die haben auch relativ große Spieler. Das ist immer gefährlich über den Standard, dass wir da ein Tor noch bekommen. Aber ja, mit einem Lattentreffer, mit einem Pfosten und dann auch am Ende nochmal eine Riesenchance. Ja, dem trauert man jetzt ein bisschen nach, ja.